Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der WM-Koop-Torwartkarriere zusammen mit dem Jan. Hi! Hi! In der letzten Folge haben wir ein wahnsinniges Spiel gegen Frankreich hingelegt. Wir lagen mit 1-0 hinten und haben 3-1 gewonnen. Mega, mega geil. Wer es noch nicht gesehen hat, rechts oben beim i verlinkt. Auf jeden Fall anschauen. Dann hier aber wieder zurückkommen, denn wir haben ein mega, mega krasses Spiel vor uns gegen Belgien. Also es sind eigentlich nur noch krasse Spiele hier mit krassen Mannschaften. Gleichzeitig spielt Portugal gegen Deutschland. Ich bin wirklich mega gespannt, ob wir gegen Deutschland spielen dürfen, sei es im Finale oder im Spiel um Platz 3. Aber das gucken wir uns mal an. Übrigens, rechts oben am i, Jans Kanal verlinkt, plus seine letzte Folge der WM-Koop-Torwartkarriere. Die ist leider schon ein bisschen länger her, da er schon aus dem Projekt ausgeschieden ist. Aber wer die noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Mega geil. Lohnt sich. Auf jeden Fall. Es lohnt sich immer. Die Fans warten schon, die Spieler laufen auf das Spielfeld. Halbfinale ist angesagt. Wenn euch dieses Projekt gefällt, dann gebt einfach mal eine Bewertung ab. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde jetzt super, super gerne gewinnen und ins Finale kommen. Mal schauen, wie es ausgeht. Boah, was? Und, oh. Hey, das wäre was gewesen. Ready? Passen Sie oder schießen Sie irgendwann auch mal? Jetzt kommt der Schuss! Na gut. Dass ich keine Reaktion machen kann. Ja, das stimmt. Das war viel zu nahe für eine Reaktion. Und das 1-0 für Spanien. Nice. Ich glaube, siebte Spielminute, Thiago Alcantara, der ja schon ein paar Tore, glaube ich, gemacht hat. 1, 2. Ja. Plus das hier jetzt auf jeden Fall. Ja, mega nice. Direkt in Führung gegangen. So gefällt mir das. Hier die, oh, nicht die direkte Reaktion, beinahe. Beide offensiv, die Mannschaften. Das war richtig, richtig knapp. Eigentlich dachte ich, ich komme nicht mehr hin. Ich war gerade selbst erstaunt darüber, dass der hier da noch hingekommen ist. Die haben auch Bock zu passen. Auf jeden Fall, ja, die wollen passen. Ramos, oh, legt nochmal ab. Das ist ja... Das war abseits. Ja. Die Parade war aber gut, muss man sagen. Auf jeden Fall, du hast den richtig, richtig rausgefischt. Aber abseits schon vorher. Oh, oh, jetzt Belgien. Ja, da hole ich nicht. Mir einfach mal den Ball. Er hat keinen. Nicht. Oh lol. Und sie passen. Und sie passen. Und oh, das, boah, war schön gemacht. 27. Minute 1-1. Wahnsinnsschuss. Da hat die Passstaffelle doch was gebracht. Da kam ich gar nicht mehr hin. Crazy. Oh, oh, Hilfe. Den habe ich. Ja, alles klar. Was? Da hatte ich gerade nur Glück. Der war so nah am Tor, ich konnte einfach nichts mehr machen. Etwas tun. Ja, das ist Spanien. Das ist wie Spanien, echt. Als ob der den an den Pfosten hat. Ich hätte halt nichts machen können, ne? Ja, den holen wir uns. Costa, leg ihn rüber und jetzt der Schuss ans Außennetz. So, gibt noch mal eine Ecke, ich sehe mich wieder nicht. Aber nach der Ecke sollte Halbzeit sein, wenn der Schiri nicht meint, ewig nachspielen zu lassen. Ja, Halbzeit, 1-1, ausgeglichene Partie. Belgien bisschen besser, bisschen stärker. Frankreich war aber im letzten Spiel auch in der ersten Hälfte die deutlich bessere Mannschaft. Und dann haben wir in der zweiten Hälfte richtig aufgedreht. Bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Und da ist es. 2-1, 49. Minute. Belgien geht wieder in Führung. Abgefälscht und drinnen.
Boah, das ist so traurig, weil eigentlich hätte ich ihn ja gehabt. Aber abgefälscht. Naja, passiert. Kann man nichts machen. Ich hoffe, dass Spanien auf jeden Fall zurückschlägt. Da zieht er einfach mal ab. Oh, shit, da. Ich hab einfach gedrückt, weil ich wusste echt nicht, wie kommt er jetzt, aber. Ja, sieht man nicht gut. Aber das ist man von Spanien nicht gewohnt, dass er da einfach mal abzieht. Und man sieht auch gar nicht. Richtig geile Kamera. Ja. Die passen echt unglaublich. Das war verdammt knapp. Ich habe gerade gar nichts mehr gesagt. Ich habe einfach nur gehofft, dass er nicht reingeht. Zweimal Pfosten jetzt schon von Belgien, glaube ich. Die passen aber echt unglaublich viel. Genauso wie Spanien eigentlich immer. Das ist echt krass. Wartest halt auch als Torwart drauf, dass er jetzt endlich mal schießt. Ja. Und erhöht. Krass. 3:1 Belgien. Jetzt wird's kritisch. Ich dachte, dass wir in der zweiten Halbzeit aufdrehen. Nix da. Ja, wäre ich da ein bisschen besser gestanden, hätte ich ihn vielleicht haben können. Naja. 3:1. Nicht schlecht. 2/3 des Spiels sind jetzt gespielt. Kann da noch eine Reaktion von Spanien kommen? Zack, den haben wir schon mal abgewehrt. Okay, Ecke. Allah. Schlecht gemacht von mir. Was war das? 1:4, das ist höchstwahrscheinlich die Entscheidung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Flanke so kommt. Und bin dann ganz, ganz blöd rausgelaufen. Ja, und jetzt steht's 1:4. Bin ja schon wieder rum und ui. Sie müssen sich nochmal anstrengen, das ist ihr vorletztes Spiel, so oder so. Und ich würde sagen, sie sollen eigentlich das Beste rausholen, ins Finale zu kommen. Ich schätze mal nicht, dass es jetzt noch möglich ist, auf ein Unentschieden zu kommen, um sich in die Verlängerung zu retten, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Aber eigentlich ist es verloren. Ah, jetzt sehe ich nichts. Hilfe! Boah! Krass! Alter, jetzt vielleicht noch mal eine Chance. Ja, oh, jetzt strengen sie sich. Jetzt strengen sie sich nochmal an, aber die Schüsse sind noch nicht so gut, um dich hier zu überwinden. Immer noch 1:4 und wir haben nur noch 4 Minuten zu spielen. Heißt theoretisch, wir sind ja nicht raus, aber halt nicht im Finale, sondern im Spiel um Platz 3. Denn jetzt noch 3 Tore zu machen, das ist ja unmöglich. Eieiei. Sie wollen es wissen, sie wollen nochmal ein Tor machen, schaffen das aber nicht. Nee. Die nächste gute Parade von dir. Ja, mit Courtois habe ich auch einen Keeper, der auch was kann. Ja, auf jeden Fall. Letzte Möglichkeit für Spanien, hier noch ein Tor zu machen. Komm, irgendwie den Ball wieder in den Strafraum bringen. Chance ist noch nicht vorbei. Der Schiri pfeift doch noch nicht ab. Jetzt doch. Schon. 1:4. Kann man nichts machen. Belgien deutlich besser gespielt. Und zu Recht gewonnen. Wir sind im Spiel um Platz 3 und spielen jetzt entweder gegen Portugal oder gegen Deutschland. Mal schauen, wer von den beiden weitergekommen ist. Wer ist unser Gegner im Spiel um Platz 3? Wir spielen gegen Portugal. Deutschland steht im Finale gegen Belgien. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wer da gewinnt. Leider kann man das wahrscheinlich nicht sehen. Das war ja in deiner Karriere auf jeden Fall so. Dass man, da nicht, dass man das nicht sehen ja, konnte. Leider nicht. Leider sind wir ausgeschieden, beziehungsweise sind wir jetzt nur, in Anführungszeichen, nur im Spiel um Platz 3. Wir waren im Halbfinale und vielleicht werden wir jetzt eben noch Dritter. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Schaut auf jeden Fall morgen wieder vorbei, da kommt der nächste Part dieser Koop-Torwart-Karriere zusammen mit Jan. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.